Die Gegebenheiten haben sich überschlagen. Ich hätte nicht gedacht, dass dieses Video so schnell kommt, aber ich dachte mir, jetzt ist der richtige Zeitpunkt, denn ich glaube, ich habe die perfekte BB-Creme gefunden. Hi Friends, einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Erstmal, ich sehe aus wie mein Vater mit 20. Zweitens, ich habe die perfekte BB-Creme gefunden. Was für ein Übergang. Pass auf, ich muss mal kurz ein bisschen ausholen, denn die Ereignisse haben sich die letzten Tage Make-up-technisch bei mir hier so ein bisschen überschlagen. Ich habe vor 3 Jahren, glaube ich, das erste Mal was von dieser Marke probiert und fand die ganz okay. Ich muss aber dazu sagen, das ist schon 3 Jahre her und seitdem habe ich mich mit der Marke nicht mehr so auseinandergesetzt, weil ich den Anflug bekommen hatte, dass das so eine klassische Influencer-Brand wurde. Kaya Cosmetics. Ich habe den Bronzer immer noch, den kennt ihr schon, mag ich auch sehr, sehr gerne, habe ich häufig benutzt. Und ich habe lange nichts mehr benutzt. Und dann begab ich mich in den letzten Monaten aufgrund meiner Make-up-Veränderung so ein bisschen auf die Suche nach einer neuen BB-Cream und habe bei Kaya eine gefunden, die gute Reviews hatte. Das ist die Kaya Cosmetics BB-Stick Foundation. Kommt in so einer Verpackung. Sehr unspektakulär und ich bin ehrlich, ich habe nicht so viel erwartet. Spoiler-Alarm. Es gibt ein Video dazu. Ich habe sie mir damals in der Farbe 30W geholt. Und ich glaube, ihr könnt sehen, ich habe schon einiges von benutzt. Ich habe die jetzt die letzten 2 Wochen fast jeden Tag im Alltag getragen. Denn das ist ein bisschen spannender gewesen. Ich habe erst gedacht, nee, gar nicht meins. Aber im Laufe des Tages wurde ich immer begeisterter. Mit der Farbe kam ich noch nicht ganz so zurecht, deswegen habe ich nochmal nachbestellt und im gleichen Atemzug kam, ich weiß nicht, ob die neu sind, die wurden mir jetzt auf einmal angezeigt, gab es noch Contour-Sticks und Bronzer-Sticks und da dachte ich mir, dann lohnt sich dieses Video jetzt auf jeden Fall zu machen. Wir reden heute über die Kaya BB-Stick Foundation. Ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr habt alle einen wunderschönen Tag gehabt. Ganz wichtig, das Video ist selbstverständlich nicht gesponsert. Ich habe die Produkte selber gekauft und wir machen mal heute so einen kleinen Test. Ich wollte euch einmal zeigen, wie passend ich diese Produkte in meinen Alltag integrieren kann. Weil ich muss immer wieder dazu sagen, es gibt ja Leute, die schauen nicht jedes Video. Mein Make-up hat sich in den letzten Jahren so ein bisschen verändert. Offensichtlich. Und ich habe so einen leicht anderen Anspruch mittlerweile an Make-up für meinen Alltag. Mein Alltag sieht ganz anders aus als mein Arbeitsalltag, weil ich das natürlich irgendwie alles zusammenbrenne, aber es gibt auch Tage, da drehe ich einfach nicht, möchte mich aber trotzdem wohlfühlen. Und ich habe extra dafür gesorgt, dass meine Haut heute ein bisschen durcheinander aussieht, aber sehr, sehr perfekt. Und die Sticks oder der Stick, den ich jetzt hatte, hat sehr, sehr gut funktioniert. Sehr, sehr gut. So, dass niemand sieht, dass du was drauf hast. Du kannst aber machen, dass jemand sieht, dass du was drauf hast. Aber je nachdem, wie du es willst. Und du bist der Chef über das Produkt. Und das finde ich einen sehr, sehr spannenden Punkt. Ich war es nämlich ehrlich gesagt so ein bisschen leid, mir von Produkten vorschreiben zu lassen, wie ich an dem Tag aussehen will. Und deswegen fand ich das ganz spannend. Ich habe mittlerweile noch ein paar Farben dazugeholt, einfach damit ich euch die Farben auch nochmal zeigen kann. Ich hatte vorher die 30W. Ich mache mal hier kurz ein paar Swatches hin. Das ist die 30W, sieht hier jetzt recht dunkel aus, im Gesicht war es okay. Ich habe die 10W, die ist noch etwas heller, deutlich heller. Die 20W, gut, dass ich den so weit hochgesetzt habe. Gut, die könnte gut passen. Einmal den Bronzer Shade, das ist die 40W. Gut, der ist sehr warm. Und Hazelnut. Und ich glaube, die Contour Sticks waren jetzt neu. Der sieht sehr, 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 sehr grau aus. Super cremig, okay, die kannte ich noch nicht. Und ich glaube, da seht ihr schon ganz krass diesen Unterschied. Wir probieren jetzt mal ein Make-up hinzukriegen, dass ihr seht, wie man diese Sticks anwenden kann. Denn ich hatte so ein Aha-Moment und den würde ich gerne mit euch teilen, weil ich glaube, dass das für viele ein gutes Produkt ist. Zuallererst, das Schätzchen kostet 29 Euro. Ich habe jetzt gerade noch mal so ein bisschen mich über Kaya schlau gemacht. Kaya ist eher so eine Brand, sie ist von einer alten Influencerin, von einer Influencerin der alten Schule gemacht worden, die aber eigentlich gar nicht mehr so Influencerin ist, sondern sie ist sehr, sehr erfolgreich mit dieser Marke, vor allen Dingen in den nordischen Ländern, Norwegen, Schweden, Dänemark, Finnland. Das ist so die Marke dort. Und ich finde die Ästhetik dieser Marke immer ganz spannend und den Tipp will ich euch schon mal mit auf den Weg geben. Wenn ihr euch vielleicht mit einer neuen Marke auseinandersetzt, schaut euch gerne mal die Ästhetik der Marke an, weil nicht jede Marke passt zu einem selber, wenn ich mir die Ästhetik anschaue. Ich persönlich finde die Produkte von Pat McGrath beispielsweise total schön. Diese ganze Ästhetik und die Art und Weise, wie sie das Make-up macht, ist aber nicht so, wie ich es ungefähr machen würde. Ich tendiere optisch eher zu Charlotte Tilbury und ich habe Kaya und Charlotte Tilbury mal verglichen. Vom Stil her des Make-ups sind die sich sehr, sehr ähnlich. Ich habe
nichts im Gesicht und wir tragen auch nichts drauf. Und ich zeige euch jetzt mal, wie schwierig es für mich am Anfang war, diese Foundation überhaupt zu verstehen. Denn ich bin es ja immer noch so ein bisschen gewohnt, so eine Foundation zu benutzen und davon recht viel. Ich will das aber nicht mehr. Und deswegen werden wir das Ganze jetzt mal machen. Ich trage jetzt einmal das Produkt auf und ihr werdet gleich sehen, wie verwirrt ich erst am Anfang bin. Denn du denkst dir erst, irgendwas stimmt da nicht. Ich mische jetzt mal die 30 und die 20 zusammen und trage jetzt auch mal ein bisschen mehr auf. Denn die ist von der Textur her sehr, das ist wie eine Creme, die ein bisschen fester ist. Also du brauchst sie auch nicht so weit rausdrehen. Es reicht nur so ein ganz, ganz kleines bisschen. Die ist sehr feucht auf der Haut. Und ich hatte so ein bisschen Angst, als ich sie benutzt habe, dass sie irgendwie für mich nicht so gut funktioniert. Und ich habe herausgefunden, dass sie in den ersten 30 Minuten musst du verstehen, dass die Foundation nacharbeitet. Und das war schwierig für mich. Ihr kennt mich, ne? Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Ich habe die jetzt mal kurz auf der Haut gelassen, dass die richtig schön warm werden kann bei diesen Stick-Produkten. Die beruhen darauf, auf Wärme und auf Kälte zu reagieren. Auf Wärme oder mit Wärme werden sie feuchter. Je kühler es ist, desto fester werden sie. Deswegen lasse ich die kurz auf meiner Hand und nehme mir einfach so einen Buffer-Brush. Das ist ein Alter von, steht nicht mal mehr was drauf. Und arbeite mir das Produkt jetzt einfach mal ein. Und ihr werdet sehen, dass so ein bisschen die Deckkraft verschwindet, weswegen ich auch ein bisschen mehr genommen habe. Aber immer noch genug für eine BB-Cream. Und du kannst sie leichter auftragen. Schaut mal. Eins, zwei. Ich habe keine Streifen im Gesicht. Fertig. Wie lange hat das gedauert? 20 Sekunden? Ohne Quatschen? Extrem, extrem schnell. Als ich sie das erste Mal aufgetragen habe und ich schaue mir das dann, das ist auch immer doof, ne? Ich schaue mir das dann mit dem Spiegel ganz, ganz nah an und dann denke ich mir, naja, sie sieht vielleicht nicht ganz so schön aus. Wartet ab, das ist wirklich ganz, ganz spannend gewesen. Wir machen jetzt mal nur diese Seite. Ich nehme nochmal die 10W, die soll zum Aufhellen sein. Setze ich mir hier hin, setze mir den Contour Stick hier hin und ein bisschen von dem Bronzer, der wird mir aber zu warm sein, denke ich. Kurz antrocknen lassen und verblenden. Das habe ich jetzt noch nie gemacht vorher, ne? Die Sticks sind jetzt neu. Zack, aufgehellt. Ich würde sagen, fertig. Bis auf die von Anastasia noch gar nicht so viele Stick Foundations überhaupt getestet, weil ich da einfach nie so den Sinn gesehen habe. Aber jetzt, wo ich so viel unterwegs bin und auch, bin ehrlich, ich weiß nicht, ich habe nicht mehr so eine Lust, mich hier so lange hinzusetzen, weil ich hier schon so viel Zeit verbringe, aber ich möchte einfach so ein bisschen mich wohlfühlen und ich hole euch gleich nah ran, wenn wir die andere Seite einmal gemacht haben. Am Anfang braucht die so einen kleinen Moment, dass die warm wird. Ne? Wir machen jetzt hier mal kurz eine leichte Schicht erstmal. Ich zeige euch das, ne? Ich probiere euch das alles so durchzuzeigen, weil ich sehr, sehr überrascht von diesem Produkt war. Eine ganz, 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 ganz dünne Schicht, um einfach nur die Haut im Gesamtbild so ein bisschen anzupassen. Und dann punktuell. Und der Vorteil von diesen Sticks ist, dass du damit wirklich sehr, sehr punktuell arbeiten kannst. Ich gehe hier unter den Augen lang kurz ein bisschen einfach auftragen. Fertig. Das ist schon ein krasser Unterschied, ne? Du kannst es richtig gut aufbauen oder du machst dir daraus wirklich nur so eine ganz leichte Nummer. Und aufgrund dieser Textur brauchst du kein Primer drunter. Also du kannst es natürlich machen, funktioniert auch gut, habe ich auch schon mit einigen probiert. Du brauchst es aber nicht, weil die Textur ja eh schon so ein bisschen auf so einer öligen, in Anführungszeichen, öligen Basis ist. Damit ihr einmal die Details seht, hole ich euch nochmal nah ran. Hier haben wir wirklich nur die leichte Schicht aufgetragen, wo du noch so ein paar Unebenheiten durchsiehst. Ne? Also es ist schon so ein bisschen, dass ein paar Rötungen noch durchkommen, dass so ein paar Poren auch durchscheinen. So trage ich es meistens im Alltag, einfach nur um diesen Hautton so ein bisschen anzugleichen. Hier haben wir deutlich mehr. Hier oben habe ich ein paar Pickel, da könnten wir jetzt nochmal, schau mal, dann gehen wir jetzt einfach nochmal rüber. Ausgeglichen. Eine deutlich erhöhte Deckkraft und sehr weich. Und da ich ja die 30W ja schon einige Male jetzt benutzt habe und bestimmt 2 Wochen und da ist ja noch genug drin. Also, ne, das wird schon noch eine Weile halten. Es geht immer weiter und da ist immer noch was und dann habt ihr hier drunter ja auch immer noch Produkt. War ich ganz überrascht. Ich mache jetzt mal hier einmal schnell die andere Seite, während ich euch so eine kleine Langzeit-Review gebe. Am Anfang habe ich sie das erste Mal getragen, ohne dass ich sie fixiert habe. Also einfach komplett so wie sie ist, kein Puder, gar nichts. Und nach so ein paar Stunden sah die so krass aus auf der Haut. Ich gucke mal, dass ich euch das hier in das Video natürlich noch mit reinblenden kann. Die wird natürlich durch die Wärme, die ihr habt, auf eurer Haut, durch die Außenwärme, wird die sehr cremig auf der Haut und verbindet sich so ein bisschen mit der Haut. Und das dauert ein paar Minuten und das musste ich erstmal verstehen. Und ich vermute, dass das hier, jetzt ist es zwar noch sehr heiß, aber die Tage sind gezählt,
Das ist die perfekte Foundation für den Winter, wenn ihr so einen leichten Look haben wollt. Schau, zack, ausgeblendet, ausgeblendet, ausgeblendet. Was ich jetzt machen werde, ist, ich werde jetzt, und das ist mein absoluter Geheimtipp eigentlich immer, diesen Professional Supersetter benutzen. Das ist Fixing Spray von Benefit. Und jetzt auf die Haut geben, bevor ich Puder genommen habe. Denn ich habe das Gefühl, dass ich mit diesem Spray dann die Foundation fixiere und nicht das Puder und das dann deutlich länger hält. Kurz einwirken lassen, das verdunstet gleich. Jetzt schauen wir uns nochmal den Contour-Stick in Ruhe an, weil den habe ich da jetzt nur so beiläufig lieblos benutzt. Auch hier selbe Textur, die Verpackung sieht ein bisschen anders aus. Ich setze mir jetzt hier nochmal ein bisschen was hin und auch hier sehr, 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 sehr kühl. Gibt es auch in verschiedenen Farben, habe ich gesehen. Und blend das jetzt hier so ein bisschen hoch. Auch von der Textur, das ist ganz spannend. Ich glaube, der ist von der Textur her 1:1 wie die Foundation Shape Version. Also, dass sie nicht nochmal eine andere Textur haben, sondern wirklich dieselbe. Und das hat einen ganz besonderen Vorteil. Oft ist es so, dass wenn du verschiedene cremige Texturen benutzt, die nicht miteinander funktionieren. Eigentlich habe ich ja jetzt drei Farben benutzt. Meine Foundation Shade, was zum Aufhellen und was zum Konturieren. Brauchst du ja nicht. Aber du hast dieselbe Textur in Kontur wie die Foundation, sodass sie sich wirklich nahtlos ineinander überblenden. Ne, wenn die Konzentration an Ölen oder an, weiß ich nicht, Silikon unterschiedlich ist, kann es passieren, dass sie sich nicht ganz so harmonisch miteinander verbinden. Völlig unkompliziert. Beim Bronzer, bin ich ehrlich, ich glaube, die 40W ist als Bronzer für mich ein bisschen zu warm. Das geht schon sehr ins Orangige, deswegen bin ich nur mal ganz vorsichtig und wärme es hier nur ganz leicht auf. Aber das ist, glaube ich, vielleicht ist es so ein schwedisches Ding, diese sehr, sehr warmen Bronzer. Auch wenn ich mir so den Instagram-Feed anschaue oder so, sehe ich, dass das alles da sehr, sehr, sehr warm ist. Ist okay, ich mag es eher ein bisschen kühler, aber du kannst was mitmachen. So, und jetzt lassen wir das Ganze mal kurz einen Moment so drauf und ich sage euch, wie es ist. Je länger ihr diese Foundation tragt, ich finde, desto schöner wird sie. Und vor allen Dingen, je weniger du trägst, desto schöner ist sie nach längerer Zeit. Ganz spannend, aber so ist es. Es sind einige Stunden vergangen, das Make-up sitzt schon eine Weile in meinem Gesicht. Ich habe vorhin noch ein bisschen Blush mit aufgetragen, selbstverständlich auch ein bisschen Mascara und ich glaube, so ein bisschen Lippenstift sieht man auch noch. Aber ich glaube, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo man genau das sieht, was an diesem Produkt so wahnsinnig schön ist und ich kann es gar nicht so richtig in Worte fassen. Ich glaube, man muss es merken. Ich habe das Gefühl, dass diese BB-Cream so ein bisschen eingezogen ist. So die Pflege, die da drin ist, ist in die Haut gezogen. Und auf der Haut hinterließ es einfach nur noch diese Gleichmäßigkeit. Dieses ausgeglichene eine Farbe, beziehungsweise gut, wir haben ein paar verschiedene Farben im Gesicht, aber du siehst nicht mehr, dass da Make-up drauf ist und gerade an so Problemstellen wie um die Nase herum oder unter den Augen, ich habe ja nicht mal Concealer benutzt, ne, sieht das einfach glatt aus. Ich habe das Gefühl, je länger du sie trägst und je mehr Zeit das Produkt auf deiner Haut verbringt, bis zum bestimmten Punkt natürlich, desto gleichmäßiger sieht das aus. Ich glaube, auf der Stirn kann man es ganz gut erkennen. Wir haben ja auch nicht so wirklich abgepudert, ne, sondern einfach nur so ganz leicht ein bisschen rüber gemacht, wie glatt das alles aussieht. Also um die Augen herum, selbst hier so an den Krähen, wie heißt das, Lachfalten, wenn man so Mimik hier hat, hat sich das irgendwie nicht komisch abgesetzt. Die Haut sieht einfach so eins aus. Wisst ihr, was ich meine? Das ist so schwierig, das zu beschreiben, weil ich dieses Finish habe ich mir von der Anastasia Beverly Hills Foundation erhofft. Von dieser hier, die ja in diesem Stick-Format kam. Ich dachte mir, das ist so was Leichtes. Das Schöne bei der von Kaya ist, du kannst sie einfach auch aufbauen. Immer, immer weiter aufbauen, ohne dass es cakey wird. Und das liegt an der Formulierung. Und da hat hier Anastasia, glaube ich, den Wunsch einfach gehabt, dass hier mehr Skincare drin ist. Mehr ist nicht immer gleich besser. Weiß nicht, ob das hilfreich war jetzt, das Video für euch. Aber ich glaube, ich wollte euch einfach mal zeigen, wie sich so ein Stick verhalten kann. Ich vermute, dass das richtige Produkt ist, wenn man vielleicht in den Urlaub fährt, wenn man nicht so viel schwere Sachen mitschleppen möchte, wenn man nur begrenzten Platz hat. Einfach diese Sticks mit in die Tasche, die sind leicht, die fühlen sich gut an, die sehen toll auf der Haut aus und das Ergebnis ist ja auch am Ende das, was es zählt. Ne? Der Preis ist okay. Ich glaube, da kann man, ja, könnte vielleicht auch ein paar Euro günstiger sein, aber am Ende des Tages zählt für mich das Ergebnis und es hat mir wirklich Spaß gemacht, diese Marke auszuprobieren. Wenn ihr wollt, bestelle ich nochmal ein paar andere Sachen von Kaya, weil die bringen ja regelmäßig Sachen raus. Und bei einigen Produkten bin ich so ein bisschen skeptisch, bei anderen wiederum auch nicht.
Deswegen schreibt mir das gerne einmal in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, wie euch das Ergebnis dieses BB Sticks von Kaya Cosmetics gefällt. Schreibt es mir gerne in die Kommentare und wir sehen uns ganz bald hier wieder. Passt auf euch auf.